Hallo, meine lieben Freunde. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zu einem neuen Horror-Game. Es nennt sich Paranormal Asylum. Ich habe es selbst noch gar nicht gezockt. Deswegen, ich weiß nicht, worum es geht. Ich weiß nur, dass es verdammt gruselig sein soll. Und ja. Für mich ist das halt eben jetzt auch eine Premiere. Ich hoffe, die Audio ist gut und ihr könnt mich gut verstehen und trotzdem aber auch die Sounds des Spiels hören. Ich hoffe, das Bild passt auch. Somit muss ich es anpassen. Und ja, ich habe jetzt alle Vorkehrungen getroffen. Ich habe mein Handy, also komplett auf Flugmodus gestellt, damit ich auch ja nicht gestört werde. Und ja, ich habe auch das Licht ausgeschaltet. Es ist stockduster hier drinnen. Und ich weiß jetzt schon, ich werde mir gleich in die Hose scheißen. Ja, bevor wir anfangen, trinke ich nochmal schnell einen Schluck. Und dann können wir loslegen. Also ich weiß auch wirklich noch nicht, worum es da geht, was ich machen muss, aber finden wir es einfach heraus. Okay, das sieht ja schon mal gut aus. Dolls, 0 von 8, collect all 8 Dolls, also wir müssen Puppen sammeln. Beruhigende Musik. Wir sind ja hier in einer verlassenen Psychiatrie. Und wie gesagt, wir müssen Puppen finden. Alter, mit dem Geräusch habe ich jetzt nicht gerechnet. Da ist noch eine Puppe. Oh, ich scheiß mir gleich in die Hose. Ist nicht wahr, oh, hier stehen Badewannen rum. Wo muss ich denn hin? So viele Türen, Alter, da verlöst du dich doch total. Ah, hier ist noch eine Puppe.
Oh. Alter, Leute, ich hab Gänsehaut. Oh, ist das böse. Noch eine Puppe. Was ist was passiert? Oh. Alter! Ey, das war ein Markerschütten, der Schrei. Oh Leute, ich kann gerade nicht richtig reden. Leichte Panik macht sich in mir breit. Oh, Alter. Aber was passiert, wenn ich alle Puppen habe? Beziehungsweise, wenn ich je mehr Puppen ich habe... Ah, da ist die! Ah! Fuck. Nein, da kommt sie! Ah! Oh! Alter! What the fuck? Ey, Leute! Alter! Sollen wir es nochmal versuchen? Ich denke mal ja, sonst ist die Aufnahme zu kurz. Oh, und dann noch dieser Gesang. Oh, fuck, Leute. Ach, achso, das ist nur eine Puppe. Oh, ja, erschreckst du dich ja bei jedem kleinen Bissel. Das ist ja fies, Alter. Gleich in die Hose. Oh, fuck! Fass mich nicht an! Oh! Scheiße! Oh! Ey, das Spiel ist zu viel, ey. Alter! Was zur Hölle? Lesen können, was da eben gerade stand. Oh, aber hier kannst du wenigstens schon mal schneller laufen als bei Phobia. Das finde ich schon mal echt gut. Was sagt das so? Das Spiel ist für Android, glaube ich, auch nur 50 MB groß. Also ich denke mal, es wird genauso sein wie bei 4 auf Phasmophobia, dass es nur ein Level gibt. Oh, ich höre die Lachen. Oh, da ist die schon wieder. Nein, fass mich nicht an. Geh weg. Oh, Alter, was ist das für eine Bitch? Alter! Scheiße! Oh! Alter! What the hell? Also, Respekt an den Entwickler, hat er echt gut gemacht. Ey, das ist ja real Horror. Oh, Scheiße.
Vor allen Dingen guckt euch die mal an, wie die aussieht. Oh, eklig. Das ist ja wirklich eklig. Warte mal, gibt's hier vielleicht irgendwie ein Guide dazu? Ne, nur Privacy Policy. Oh, es gibt noch nicht mal ein Guide dazu. Wahnsinn. Vor allen Dingen, wie schnell die ist. Die fristen mich wieder.
Hallo. Nee, Leute, das Spiel ist zu viel für mich. Also, ich habe ja von dem Spiel durch einen Kumpel erfahren. Und der hat gesagt, zock das einfach mal. Das ist echt gruselig. Du scheißt dir in die Hose. Und, ja, was soll ich sagen? Er hat recht. Oh. Also wenn man sich die Hosen voll scheißen will und mal richtig geil sich erschrecken will, dann ist das Spiel echt perfekt. Oh. Ey, das ist echt krasser als Fear-Phasmophobia und Phasmophobia und oh nee. Nicht mal Sinister Edge ist so gruselig. Übrigens, zu Sinister Edge kommt bald auch ein Let's Play. Wie ich es ja in meinen Outros versprochen habe. Nee, Leute, ich mache jetzt nicht nochmal eine Runde. Nee. Das Spiel ist zu viel. Es ist einfach zu viel. Oh. Leute, habt ihr dieses Spiel schon mal gezockt? Und wenn ja, habt ihr es geschafft, alle 8 Puppen zu sammeln? Und wenn ja, wie ging es danach weiter? Packt es einfach in die Kommentare. Ich freue mich gerne darüber, das zu lesen. Und ja, Leute, oh, ich sehe es jetzt schon kommen, ich werde Albträume haben. Oh. Nee. Scheiße. Was soll's. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut.